Ja, freut mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns vorzustellen. Ich bin seit über 35 Jahren an der Börse und habe vor 22 Jahren mein erstes Unternehmen gestartet. Es war ein Finanzverlag. Daraus ist dann die IFVE geworden, also unser Kapitalanlagebrief. Dann habe ich mit der Vermögensverwaltung angefangen vor knapp 20 Jahren. Die ist mittlerweile in ein Unternehmen in Liechtenstein ausgelagert mit 1,6 Milliarden Assets, wo ich noch Minderheitsgesellschafter bin. Und dies ist das Fondsgeschäft. Die Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Wir betreuen 5 Fonds mit knapp 400 Millionen Volumen. Ich mache das Ganze jetzt. Meinen ersten Fonds habe ich vor 12 Jahren aufgelegt und der ist auch immer noch am Markt. Also nicht der allererste, aber der zweite ist am Markt, der Privatinvestor PI Global Value. Und wir sind zu viert im Unternehmen plus Werkstudent plus Compliance, also 4 plus 2 halbe, könnte man sagen 5, aber 4 im Kernteam. 3 davon sehen Sie. Alle sind am Unternehmen beteiligt. Ich halte die Mehrheit. Wir arbeiten nach guten mittelständischen Prinzipien, also moderate Gehälter. Wenn es unserem Unternehmen langfristig gut geht, geht es uns auch gut. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, langfristig zu performen und da zu sein. Und wenn man sieht, dass normalerweise in der Branche die Manager alle 3 bis 5 Jahre wechseln und ich bei dem ältesten Fonds mittlerweile 12 Jahre dabei bin und der Max-Otto Vermögensbildungsfonds mittlerweile auch fast 7 Jahre am Markt ist, dann zeigt das, dass wir für Kontinuität stehen. Wir machen alles Research selber, kaufen nichts zu, ist uns ganz wichtig. Man gibt zwar kluges Research draußen, aber was man nicht selber recherchiert hat, da hat man nicht dasselbe Confidence, dasselbe Vertrauen als bei den Sachen, die man sich selber wirklich genau angeschaut hat. Das heißt, wir machen auch nicht alles, sondern konzentrieren uns auf wirklich gute Gelegenheiten, gute Wertpapiere, das, was wir als die besten Gelegenheiten ansehen. Keine Charttechnik, keine Derivate, Reinheitsgebot heißt bei uns nur Aktien, Anleihen, Liquidität, keinerlei Derivate, Zertifikate und sonst was, also Produkte, an denen auch die Branche noch was mitverdient. Wir haben reine Zutaten, das ist die Idee. Und natürlich ist unser Lieblingsinvestitionsobjekt die Aktie. Mit guten Aktien kann man dann auch wirklich gut Geld verdienen. Herr König, Sie müssten mal ein bisschen durchziehen hier. Die Atos-Software zum Beispiel haben wir in einem Fonds, nicht den Max-Otto Vermögensbildungsfonds, den gibt es noch nicht so lange, seit 11 Jahren. Und da haben wir ungefähr 1.600% gemacht. Die Apple haben wir noch nicht so lange, aber da haben wir auch gut Geld verdient. Also mit guten Aktien kann man sehr gut Geld verdienen, auch wenn man langfristig dabei bleibt. Und das wollen wir eben auch gerade. Deswegen konzentrieren wir uns auf das, was wir als wirklich erfolgsversprechend ansehen, sind Aktien mit einem guten Geschäftsmodell. Ist das nachhaltig? Ist das langfristig? Einem guten Management? Also ist das Management nicht überbezahlt? Wird es so bezahlt, dass es am langfristigen Unternehmenserfolg Interesse hat und nicht am kurzfristigen? Wenn Sie zum Beispiel sehen, Jürgen Schremp, als der Chrysler gekauft hat, da gab es Synergien von 1,6 Milliarden und das klang zwar gut, aber es war unter 1% oder um 1% des Umsatzes. Dafür kann man nicht fusionieren, dazu sind die Risiken zu groß, aber Sie müssen wissen, dass dann nachher zwar alle lokal weiter vergütet wurden, also nach ihren deutschen und amerikanischen Gehaltsschemata, nur die Top 400, die haben amerikanisches Gehaltsniveau bekommen und damit hat das sein Gehalt verzehnfacht. Also das ist dann schon nicht mehr so einfach zu prüfen, wie wird das Management vergütet, wie ist das? Das tun wir und dann wollen wir natürlich auch noch zum vernünftigen Preis einkaufen. Und das hat jetzt zum Beispiel dazu geführt, dass wir nach der Krise uns mit am besten erholt haben. Da gibt es noch ein paar davor, aber ich kenne die nicht alle, ist mir auch egal, wir vergleichen uns nicht, wir gucken, was tun wir, welche Titel haben wir drin und ich habe auch am 1. April, am 2., am 3. April, also dann auch wiederholt, sonst hätte man es ja vielleicht für einen Aprilscherz gehalten. Ich bin voll investiert, wir sind im Fonds voll investiert, wir geben Gas. Und das war gerade, wenn Sie sich daran erinnern, der Zeitpunkt, als die Panik am größten war. Und das habe ich nicht nur diesmal gemacht, das habe ich auch am 15. März 2009 gemacht. Und das ist auch dokumentiert im Netz bei Börse Online. Also ich bin eben kein Crash-Prophet, sondern ich bin Investor, ich bin Kapitalmarktanalyst. Und 80% meiner Empfehlungen sind bullish. Wir sind Bullen grundsätzlich, weil der Aktienmarkt langfristig steigt und weil man auch mit Aktien langfristig, also bullish, verdient man natürlich mehr Geld als als Bär, also es sei denn, man hat eine geglückte Short-Spekulation. Also wir wollen mit dem Aktienmarkt Geld verdienen. Euro und Börse Online sind wir auch ausgezeichnet worden. Also zwei unserer Fonds hier vorne. Mittlerweile dieses Jahr hat sich der Max Otte in der Performance vor den PI Global Value geschoben.
Da sind nicht ganz dieselben Titel drin, aber das ändert sich mal von Jahr zu Jahr, weil eben leicht unterschiedliche Titel drin sind, aber sie werden vom selben Team nach derselben Methode gemanagt und sollten langfristig ungefähr gleich performen. Um 2016 herum war unser Team komplett, unsere Methode komplett und seitdem geht es sehr schön bergauf. Wir haben ungefähr 10,9% per annum, damit liegen wir in unserem Zielkorridor, also wir wollen 10% erreichen. Und wenn es noch mehr wird, dann ist es auch schön. Damit könnte man alle 7 Jahre das Kapital verdoppeln, wenn das netto ist. Und also diese Renditezahl ist netto, sind wir recht zufrieden. Aber wir geben natürlich uns nicht damit zufrieden, sondern wir suchen jeden Tag nach neuen Investments. Wir handeln aber auch nicht hektisch, weil wir eben tief graben. Die Frage hier stand, das können wir gleich weitergehen, langfristig auch gut performt, über 164% seit Auflegung des ersten Publikumsfonds, aber da können wir dann gleich weitergehen. Die Top 5 sind Trupanion, Grupo Mutui Online, die Bechtle, Zurose und JD.com. Also keine Unternehmen, die man jetzt unbedingt kennt oder die alle kennen, Spezialisten, Insider schon. Fast alle diese Unternehmen haben einen Gründer dabei oder zumindest eine starke Eigentümerfamilie. Das ist für uns ein gutes Zeichen, dass ein Unternehmen langfristig am Markt agiert und langfristig am Markt ist. Eine Zuschauerfrage war zum Beispiel, wie kommen wir da drauf? Also natürlich haben wir Aktien-Screens, also dass wir Märkte nach gewissen Kennzahlen screenen oder Märkte, die runtergefallen sind. Aber genauso wichtig ist das qualitative Research, also wirklich Zeitung zu lesen beziehungsweise Online-Nachrichten, sich in eine Branche reinzuwühlen, wo tut sich was. Wir haben uns natürlich seit einem Jahr ganz verstärkt, vorher auch schon, aber jetzt nochmal verstärkt in die Richtung Online-Unternehmen reingegraben, weil wir vor einem Big Reset stehen, wie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum das gesagt hat. Also es geht alles Richtung digital. Corona, Covid-19 ist da noch ein Antreiber. Der Onlinehandel in den USA ist im ersten Halbjahr um 30% gestiegen. Der Handel insgesamt nur um 4%. Das heißt, der stationäre Handel ist zurückgegangen. Es gibt also im Moment einen großen Umbruch in der Wirtschaft. Und da gibt es ein paar Gewinner und viele Verlierer. Und das berücksichtigen wir natürlich. Also es ist qualitatives Research, was wir auch betreiben. Dazu quantitative Aktienscreens. Wir haben auch eine Datenbank von 400 Unternehmen, die wir eigentlich laufend beobachten, weil wir sie interessant finden. Dann gucken wir mal, ob der Preis dann irgendwann wieder interessant ist. Aber wir müssen nicht jeden Tag ein neues Unternehmen finden. Es reicht eigentlich ein oder zwei pro Jahr, wenn man so will. Warren Buffett und Charlie Munger sagen das auch. Eine weitere Möglichkeit ist auch, bleiben Sie nochmal bitte auf den 5. Eine weitere Möglichkeit ist auch, sich mit anderen Top-Investoren auszutauschen. Das tun wir auch durchaus. Also ein Unternehmen hier auch von der Liste, die Trupanion, ist durchaus eine Empfehlung bzw. ein Investment einer Person, die wir sehr schätzen. Wir haben uns das dann natürlich selber sehr genau angeschaut und haben gesagt, ja, das passt. Also man muss das Rad auch nicht neu erfinden, da sind wir ganz pragmatisch. Und man kennt eben schon die Leute, die wirklich gut sind mittlerweile und man hat auch ein Netzwerk, das hilft auch. Ja, hier ist eher so ein klassisches Value Investment, die Vodafone, die sind sehr billig, aber es gibt einen sogenannten Katalysator, sprich, sie bringen die Mobilfunkmasten an die Börse und dann können die besser ausgelastet werden und das Ganze hat ungefähr die Hälfte vom Geschäft. Und damit gibt es einen Katalysator für Wertentwicklung, die Vodafone sind billig letztlich, was KGV und so weiter angeht, also ein klassisches Value Investment. Sie haben eine schöne Dividende, man wird fürs Warten bezahlt, man wird Mobilfunk auch in der New Economy brauchen, also nach dem Great Reset oder in der online-basierten Wirtschaft. Also es ist zumindest mal ein Unternehmen, was den Wechsel überstehen wird und da auch weiter florieren wird. Und das ist so ein klassisches Value Investment. Und das nächste ist ein Growth Investment. Doc Morris kennt, glaube ich, jeder oder kennen die meisten Online-Apotheken. Und das geht natürlich jetzt im Zuge der Digitalisierung massiv weiter. Und der Apothekenmarkt ist zersplittert. Hier ist es natürlich ein Wachstumsinvestment. Völlig klar, das Unternehmen macht noch keine Gewinne, aber es steigert, es reinvestiert viel ins Wachstum, es wächst sehr stark, es hat gute Umsätze, die Infrastruktur funktioniert, also das Geschäft brummt. Aber in der Tat, hier bezahlen wir auch das Wachstum mit
Und da muss man sich relativ sicher sein, dass dieses Wachstum nachhaltig ist und dass es auch über längere Zeit anhalten kann. Das haben wir natürlich ziemlich genau geprüft und haben da verschiedene Szenarien durchgespielt. Und das ist ein Unternehmen, was uns sehr viel Freude gemacht hat. Da stehen wir zwar 100% im Plus, aber wir werden sicher dranbleiben. Hier gibt es eine Frage zum Goldpreis, aber ich sehe jetzt die Folie zum Crash. Eine Frage zum Goldpreis komme ich später zu. Ein Anleger hat gefragt, warum wir Mischfonds sind oder Aktienfonds und warum wir mit 20% einen recht hohen Kassenbestand haben. Also im Prinzip sind wir aktienlastiger Mischfonds. So haben uns auch die verschiedenen Ratingagenturen eingestuft. Also eigentlich wollen wir, wenn die Märkte vernünftig bewertet sind, bis zu 100% Aktien fahren. Das ist unsere Normalgewichtung. Wenn es dann etwas schwieriger wird, wenn die Märkte zu teuer sind, wenn wir nichts mehr finden, wenn Titel so teuer geworden sind, dass man sie verkaufen muss, dann gehen wir auch bis zu 51% maximal in Liquidität oder Anleihen. Anleihen bringen im Moment auch nichts. Die sind auch Hochzinsanleihen sind nur noch mit 2, 3, 4% verzinst, dafür mit gigantischen Risiken. Also im Moment ist natürlich der Anleihenmarkt nicht so spannend. Wir halten aber gegebenenfalls was liquide. Und wenn wir uns die nächsten 1, 2 Jahre anschauen, die Wirtschaft fährt im Moment vor die Wand oder wird vor die Wand gefahren. Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Also man muss schon fast sagen, mutwillig vor die Wand gefahren. Dennoch haben wir einen Boom auf den Assetmärkten. Die Immobilien sind im Sommer so stark gestiegen in Deutschland wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das ist brutal. Aktienmärkte gehen auch gut ab. Vor allem natürlich neue Technologien, online-basierte Geschäftsmodelle, aber auch Klassiker steigen. Also auch da sehen wir eine Flucht in die Sachwerte und das hängt damit zusammen, dass die Schulden der Welt beim besten Willen nicht zurückgezahlt werden können. Es muss also irgendwo eine Entwertung kommen, eine Inflation oder auch Vermögensabgaben oder was auch immer. Geldwerte, die Kaufkraft von Kasse wird sich auf Dauer nicht erhalten. Es ist also keine gute Idee, zur Werterhalt Liquidität zu halten. Mit Liquidität hat man, um beweglich zu sein oder gegebenenfalls bei Rücksetzern zu reagieren. Es muss also gar nicht zum Crash kommen. Die Aktienmärkte sind auch nicht wirklich in einer Blase. Sie sind satt bewertet, zum Teil Top-Unternehmen mit 30er, 35er KGVs, auch mal IPOs natürlich, wie oft in solchen Phasen, fantastisch hoch bewertet, aber keine Blase. Deswegen muss es nicht zum Crash kommen. Es kann nahtlos in den Melt-up gehen, also in den Melt-up-Boom, in die Flucht, in die Sachwerte, also in eine Explosion der Aktienkurse. Und deswegen fahren wir, weil wir nicht, wir sind Stock-Picker, wir gehen von dem einzelnen Investment aus. Ist das werthaltig? Hat das Wertentwicklungschancen? Deswegen fahren wir nicht 100%, also wir fahren, sagen wir mal, im dritten von 4 Gängen. Also wir wollen schon kräftig dabei sein, wenn es nach oben geht. Aber wenn es denn zum Rücksetzer kommt, dann haben wir noch Liquidität. Denn hier stehen 2 Szenarien. Ich halte Szenario 2, den Melt-up, für wahrscheinlicher. Aber als Investor weiß ich auch, bitte nicht auf Makroprognosen verlassen. Das kann auch ganz anders kommen. Da ist ein bisschen Demut gefragt. Und deswegen sind wir nicht im 4. Gang, sondern im 3. Schon 2019 war es ja so, dass Anleihen im Wert von 16 Billionen Dollar negative Renditen abwarfen. Warum halten dann Menschen überhaupt diese Anleihen? Ja, einerseits müssen Versicherungen zum Beispiel Anleihen halten. Es gibt also quasi regulatorische Vorgaben, die institutionellen Investoren zwingen, Anleihen zu halten. Und das andere ist, dass natürlich, wenn die Zinsen weiterfallen würden, und es war immer die Idee, die Zinsen auf Negativzinsen auf minus 4% zu drücken, dann haben sie natürlich bei Anleihen nochmal einen Kurssprung. Kann auch passieren. Und wenn diese Realverzinsung weiter fällt, und das sehen wir im nächsten Chart, da haben wir nämlich schon 2-mal in den 80ern und 70ern eine negative Realverzinsung gehabt. Einmal unten 1975 rum, da gibt es einen roten Kringel. Und da müssten Sie weitermachen, Herr König, dann sehen Sie den Kringel. Und da haben wir also 2-mal dann schon negative Realverzinsung gehabt. Das war zwar eine andere Situation, da waren also die Anleihen durchaus mit 8, 9% verzinst, aber wir hatten 13, 14% Inflation.
Jetzt haben wir ja Inflation irgendwo bei 1-2%. Also hier, aber deswegen kann es durchaus sein, dass wir Negativzinsen von 3% kriegen. Ist durchaus möglich. Und dann haben wir mal den Goldpreis, und das waren auch Fragen, wie geht es mit Gold weiter? Und dann haben wir mal den Goldpreis über die Realverzinsung gelegt. Und das war jetzt eine umgekehrte Skala bei der Verzinsung. Sie sehen das links, also oben ist minus 5% Realverzinsung, dann minus 4. Das ist also die, sagen wir, Benchmark aus den 70ern und 80ern. 3, 2, 1, 0. Und dann unten ist positive Verzinsung. Und dann haben wir, ich muss mal gerade meine Benutzeroberfläche etwas verändern, dann haben wir eben einmal die Verzinsung, blau, und den Goldpreis, dann orange oder Gold. Und wenn man das übereinander legt, das ist keine wirklich harte analytische Maßnahme oder ein hartes analytisches Kriterium, aber wenn man sagt, Gold ist zum Werterhalt, ist Geldersatz, dann sieht man, wenn man sagt, die Realverzinsung kann weiter fallen, kann Gold also auf 3.200 steigen. Das halten wir durchaus für realistisch. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds hat eine Goldaktie, hat aber sonst kein Gold. Also es ist wirklich ein aktienlastiger Mischfonds, der ist für Rendite am Aktienmarkt. Wir haben noch den Max Otte Multiple Opportunities Fonds, der ist ein AIF, also ein alternativer Investmentfonds. Der hat Gold und Silber, ist für professionelle Investoren ab 100.000. Aber der Vermögensbildungsfonds deckt ihre Aktienquote ab, wobei wir uns die Freiheit nehmen, gegebenenfalls nicht mit 100% zu fahren, sondern auch mal etwas Geld vom Tisch zu nehmen, um dann bei Rücksetzern wieder einzusteigen. Wir berechnen einen fairen Wert für unsere Investments, also wo könnte Zurose, wo könnte Amazon, wo könnte Mutui Online oder wo würden sie stehen unter normalen Bedingungen, bei normalen Gewinnen, wo können sie hinwachsen. Und da haben wir im Moment bis zum fairen Wert. Das hat nichts mit Kursen und Charttechnik zu tun, sondern mit dem ökonomischen Wert der Unternehmen, in die wir investiert sind, haben wir 45% Luft nach oben, und das ist noch ein sehr schönes Polster. In der Krise haben wir in der Vergangenheit häufig gut performt, fast immer eigentlich. Also jetzt im April haben wir zugeschlagen, im März 2009 habe ich zugeschlagen. Also in der Krise werden wir sehr, sehr wach. Und wir sind dann auch furchtlos, weil wir unsere Unternehmen vorher analysiert haben und verfangen an zu kaufen. Das kann natürlich passieren, dass sie dann noch eine Weile runterfallen und dann drehen. Aber meistens dreht es dann so schnell, dass diejenigen, die nicht am Markt sind, dann hinterher nur noch die Staubfahnen sehen. Also wir sind dann am Markt aktiv, gerade wenn es Krisen gibt, finden wir die besten Chancen. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns beimischen, Ihrem Fonddepot. Denn ich glaube, in der Krise werden wir sehr gut für wieder performen. Da haben wir auch passend dazu eine Frage, Herr Otte, und zwar fragt ein Teilnehmer, wie bereiten Sie sich auf Kursrücksetzer vor? Ja, das ist genau die Sache. Also einmal muss man Szenarien durchspielen, was kann passieren. Also in solchen Paniksituationen kann der Markt viel stärker fallen, als man es je für möglich hielt. Also das haben wir jetzt im Frühjahr gesehen, wo die Märkte mal eben in einem Monat, in 5-6 Wochen um 50% abtauchten. Das war in der Form noch nie da gewesen. Und gerade in so hochgekoppelten, interdependenten Finanzmärkten kann die Psychologie extrem sein. Benjamin Graham, der Vater des Value Investing, sprach mal davon, dass der Markt kurzfristig ein Abstimmungsmechanismus ist, so ungefähr wie bei einer Volksversammlung. Alle rufen sie ja oder nein, und die Emotionen können sehr hoch gehen. Und langfristig ist aber der Markt ein Messmechanismus. Er misst, wie viel diese Unternehmen tatsächlich wert sind, also wie viel sie ökonomisch wert sind. Und man muss sich erst einmal bewusst sein, dass man die Psychologie nicht vorhersagen kann, also zumindest nicht wirklich. Und man weiß auch nicht, wie weit es geht in eine Richtung. Man muss aber immer einen Maßstab haben, also den fairen Wert der Unternehmen. Da legen wir besonders viel Wert drauf, diesen fairen Wert auch rauszufinden. Also viele Anleger sagen ja zum Beispiel, oh, Nestle ist am neuen Allzeithoch, jetzt wird es brenzlig. Oder Gold, nehmen wir Gold. Gold ist am neuen Allzeithoch, jetzt wird es brenzlig. Aber vielleicht ist Gold heute was ganz anders wert oder Nestle wie vor 10 Jahren. Bei Gold ist das einfach. Sie haben zwischenzeitlich ungefähr 20%, 25% Inflation gehabt. Also wäre das neue Allzeithoch inflationsbereinigt eigentlich 20, 25% höher.
Bei Nestle kommt noch was hinzu. Erstmal haben wir auch die Inflation. Zweitens ist Nestle vielleicht gewachsen in dieser Zeit. Also vielleicht wäre der faire Wert heute viel höher als das alte Allzeithoch. Und das berechnen wir sehr genau, sodass wir da eine hohe Sicherheit haben in solchen Panikphasen. Wir steigen aber auch mal aus, wenn es eine Übertreibung nach oben gibt. Das ist das eine. Das andere ist, wenn der Markt insgesamt vielleicht heiß läuft oder wenn die Rücksetzgefahr höher wird, dann schalten wir schon mal einen Gang zurück. Und das haben wir jetzt getan, indem wir quasi im dritten Gang fahren. Aber wir fahren immer noch mit ziemlicher Geschwindigkeit. Passend zum Goldpreis habe ich hier eine Frage von Ihnen. Und zwar schreibt jemand, sehr treffend haben Sie den Anstieg des Goldpreises prognostiziert. Unter anderem in einem Interview sagten Sie, die Glocke läutet ein letztes Mal, alle einsteigen, der Zug fährt ab. Das kann ja schon älter sein. Und jetzt die Frage, wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Goldpreises? Welche Rolle spielt Gold im Fonds? Das sind eigentlich zwei Fragen. So alt ist das noch nicht. Ich glaube, das ist 3-4 Monate alt. Mhm. Und seitdem hat es ja noch nicht so viel getan. Also die Anfahrt ist langsam. Gold spielt im Fonds so eine große Rolle. Wir haben eine Goldaktie drin. Das ist schon mal wichtig. Also da haben wir schon einen Hedge. Mhm. Das ist auch dann nicht korreliert, wie wir auch einen anderen Hedge haben, eine Handelsplattform für Zertifikate, die natürlich besonders dann viel Gewinne macht, wenn der Markt volatil ist. Also wir haben eine Goldaktie im Fonds. Mhm. Und ansonsten ist Gold in unserem Kalkül auch immer was man ganz gut und was man auch privat haben sollte. Und zwar tatsächlich griffbereit, beziehungsweise irgendwo in echter Form. Und ich kenne keinen, der echtes Gold hat, selbst wenn es nachher gefallen ist, dass der es bereut hat. Es ist einfach was Schönes und es ist eine Ergänzung. Wir sind keine Goldfanatiker, aber es ist eine Beimischung zu einem Portfolio. Von daher sind wir im Fonds in den Möglichkeiten begrenzt. Im AIF, im Alternativen Investmentfonds, spielt das eine größere Rolle, auch Silber. Aber wir beobachten das natürlich im Rahmen der Gesamtstrategie. Mhm. Dazu passend kommt eine Frage, und zwar, welche Form der Anlage nutzen Sie in den Fonds? Also sprich Gold und Rohstoffe, ETCs, das heißt also physisch hinterlegte, für die Teilnehmer physisch hinterlegte, wie sagt man, Indizfonds, im Prinzip Indexfonds, ja, auf den Goldpreis, oder Zertifikate, das habe ich auch schon gehört, das schließen Sie aus, Zertifikate, mhm, oder physisch. Das ist die Frage des Kunden. Ja, also im Max-Otto-Vermögensbildungsfonds machen wir das nicht. Wir machen es im AIF, da haben wir physisches Gold und physisches Silber. Aber nehmen wir an Rohstoffe, wenn man eine Aktie hat wie Total, die 8% Dividende abwirft, die auch in Zukunft ganz gut aufgestellt sind, weil sie schon relativ viel in alternativen Energien machen, die ein gutes Management haben, dann ist man ja in dem Sektor auch aktiv. Dann braucht man also nicht unbedingt ETCs, sondern dann kann man in der Tat auch über Aktien einsteigen. Und Aktien sind für uns endlos ETCs in gewisser Weise. Und das machen wir dann lieber. Jawohl. Gazprom ist was anderes. Gazprom ist so ein Investment, was wir haben. 10% Dividendenrendite. Jetzt wird der eine oder andere sich vielleicht fragen, naja, Gazprom und Nord Stream 2 und so weiter. Der Kurs von Gazprom ist gedrückt. Aber es ist so, dass selbst wenn jetzt immer noch, also es sind ungefähr 5% von Nord Stream, die noch gebaut werden müssen, aber ich rechne damit, dass die beiden Administrationen riesigen Druck ausüben wird. Also ob das klappt, weiß man nicht. Es wäre für Deutschland schlecht, weil wir uns von einer Seite abhängig machen, nämlich von der amerikanischen. Und ich finde immer, es ist gut, wenn man sich nicht von einer Seite abhängig macht. Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber Gazprom haben wir im Fonds, weil selbst wenn Nord Stream 2 nicht gebaut würde, dieses Unternehmen immer noch unterbewertet wäre. Die bauen natürlich mittlerweile auch ihre Pipelines nach China aus und so weiter. Also das sind dann so die Art Analysen, die wir anstellen. Mhm. Dazu passend eine Frage, wenn ich die gleich noch stellen darf. Was sind Ihre Kriterien für einen heiß gelaufenen Aktienmarkt? Erkennt man die nicht immer erst nach dem Crash? Nein. Also vorher, zum Teil zu früh, und dann werden sie natürlich erstmal zum alten Eisen gezählt. Ich denke an Warren Buffett, der hat 1998, also ungefähr 2 Jahre vor dem Platzen der Tech-Blase, auf einer Venture-Kapital-Konferenz in Silicon Valley gesagt hat, dieser Aktienmarkt ist heiß gelaufen. Da kam die ganz verrückte Phase erst noch.
Und im nächsten Jahrzehnt werden die Aktieninvestoren nur so Jahresrenditen von 3-4% haben. Da haben viele gesagt, der Mann gehört zum alten Eisen. Und die nächsten 2 Jahre haben die Aktienmärkte ihn völlig outperformed. Und dann spätestens ab Ende 2000 war er wieder da. Das heißt, irgendwann steigt man aus, wenn man merkt, das ist wirklich zu teuer. Sprich, Microsoft hatte im Jahr 2000 ein KGV von 100. Das war natürlich ungefähr so die junge Wachstumsaktie wie heute, eine andere junge Wachstumsaktie, obwohl Microsoft damals auch schon ungefähr 14, 15 Jahre an der Börse war oder 16 Jahre, also auch nicht ganz so jung, aber die Zeiten haben sich ja beschleunigt. KGV von 100. Microsoft hat heute ein KGV von 35, ist natürlich ein älteres, nicht mehr so dynamisches Unternehmen, immer noch sehr dynamisch, aber nicht mehr ganz so wie damals. Wenn man sieht, so Google, Microsoft, die großen Tech-Wachstumswerte haben KGVs von 35. Facebook ist teurer, okay, Amazon ist wieder was Besonderes. Aber die sind alle irgendwo noch rechenbar. Sie sind zum Teil billiger als Qualitätsimmobilien. Wenn man also sagt, zum wievielfachen der Miete werden Immobilien gehandelt. Also von daher ist das noch nicht Blasenterritorium und viele Werte der Old Economy sind regelrecht billig. Die sind aber aus einem guten Grund billig, weil sie dauerhaften Gegengewinn haben werden durch die neuen Geschäftsmodelle. Also wenn die Aktienmärkte wirklich, wenn wir da KGVs bei großen Standardtiteln von 50, 60 hatten, das hatten wir schon mal Anfang der 70er, das hieß dann Nifty 50, da waren auch solche Sachen wie Coca-Cola oder Colgate oder ITT oder was es damals gab, IBM dabei, das ist jetzt immerhin fast 50 Jahre her. Danach kamen 10 schlechte Jahre für Aktien. Aber da sind wir noch nicht. Da müsste der Markt noch ungefähr 50-100% steigen. Dann ist er wirklich heiß gelaufen. Nächste Frage aus diesem Segment. Also heiß gelaufen im Sinne, Sachpreise, Vermögenspreise sind schon gestiegen. Und der Kunde fragt, erwarten Sie demnächst auch steigende Inflation bei den Verbraucherpreisen? Bei den Vermögenspreisen ist sie ja da, bei den Verbraucherpreisen bisher wenig. Das ist eine sehr gute Frage, eine, die sehr schwer zu beantworten ist. Irgendwann schreibe ich vielleicht mal ein Buch drüber. Die Frage ist ja immer, wir haben also zu viele Schulden auf der Welt. Die Schulden des einen sind die Forderungen des anderen. Das hebt sich ja auf, buchhalterisch. So, und irgendwie muss ich von den Schulden runter. Ich kann also von dem, der hat, auf den, der schuldet, umverteilen. Schuldenreorganisation, Schuldenstreichung, Steuern. Ich kann Inflation machen oder es könnte auch eine Deflation geben, dass es einen großen Crash gibt und viele pleite gehen und damit auch Vermögen vernichtet wird. Es gibt aber durch diesen Great Reset, der vom Weltwirtschaftsforum angestoßen wurde, noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dass wir in der digitalen Economy Vermögenspreise oder auch Bevölkerungsschichten viel gezielter ansprechen können oder Vermögensklassen oder Assetklassen, also oder auch Güterklassen, also dass es gar nicht mehr so eine Preisinflation über alle Güterklassen gibt, sondern Preisinflation in einzelnen Vermögensklassen gibt und in einzelnen Güterklassen. Ich weiß nur, Vermögen muss vernichtet werden, Geldvermögen, Geldforderungen. Deswegen, egal wie das geschieht, ist es gut, nicht zu viel auf dem Konto zu haben, also in Form von Kontoguthaben. Bargeld zu viel ist natürlich auch nicht gut, weil es immer mehr Richtung Kontrolle, Bargeldobergrenze und so weiter geht. Immobilien, da sind Sie immobil, da können Sie also Sondersteuern bekommen. Bei all dem, und eine Inflation ist nicht auszuschließen, aber ich habe da keine echte Meinung. Und was wir uns auch als Investoren eingestehen müssen, ist, dass es Themen gibt, zu denen wir keine Meinung haben können, keine Meinung haben müssen und trotzdem agieren können. Und ich weiß nicht, ob die Inflation kommt, aber es ist letztlich für die Art Investmententscheidung im Moment auch nicht die entscheidende Frage. Nächste Frage, wenn ich die gleich anschließen darf. Einer unserer Zuhörer fragt, nutzen Sie neben Fundamental- bzw. Qualitätsanalysen auch quantitative Auswertungen? Wenn ja, was halten Sie von beispielsweise den Kennzahlen von Livermann und Waldhauser? Die kenne ich nicht, diese Kennzahlen. Also Unternehmensanalyse ist ja quantitativ, also dass man bestimmte Bilanzkennzahlen sich anschaut, bestimmte Cashflow-Kennzahlen, Renditen, Wachstumsraten, das ist ja alles quantitativ. Was wir nicht machen, sind
Trading Patterns. Also wir gucken uns schon mal Charts an. Also spannende Charts sind zum Beispiel welche, die 3 Jahre lang gefallen sind oder die größten Loser. Da kann man schon mal gucken, ob man irgendwo vielleicht in dem, was da gefallen ist, gefallene Sterne findet, die wieder aufsteigen. Kann passieren. Es gibt dann auch unter Umständen Unternehmen, die langfristig gut performen. Da gucken wir auch mal rein, was läuft denn da eigentlich. Aber was wir nicht quantitativ normalerweise analysieren, sind jegliche Form von Kursbewegungen. Wir bleiben bei dem Unternehmen selber, beim Markt, bei seinen Wettbewerbern, bei seinem Management. Und da gibt es natürlich auch viele quantitative Dinge, die man bewerten kann. Vielen Dank dazu. Also Sie dürfen gerne generell an die Zuhörerschaft Fragen im Chat direkt stellen. Die sehe ich hier, die laufen mir ein. Und wir leiten die dann direkt an den Herrn Otte weiter. Und Fragen, die wir heute nicht beantworten können, die können wir auch im Nachgang nochmal nachliefern. Also Sie dürfen gerne Fragen in den Chat schreiben. Das Chatfenster finden Sie in der Mitte Ihres Bildschirms. Und Sie managen ja im Moment, Herr Otte, glaube ich, 5 verschiedene Fonds. Ist das so korrekt? Ja, also es sind 2 Publikumsfonds, die relativ parallel laufen. Und es kann immer mal gleich kleine Abweichungen geben. Also der Max Otte Vermögensbildungsfonds, der PI Global Value Fonds, dann der Alternative Investmentfonds und dann 2 und wahrscheinlich demnächst ein 3. Spezialfonds für Genossenschaften. Oder einer ist für eine Genossenschaft, einer ist für ein Family Office, wo also jeweils nur ein Kunde dahinter steht. Und zusammen ist das ein knappes Volumen von 400 Millionen. Welchen dieser Fonds würden Sie denn unseren Zuhörern heute empfehlen in der aktuellen Marktphase? Also mal auf Sicht der nächsten 12 Monate. Naja, die beiden, also der fürs Family Office und der für die Genossenschaft ist natürlich, die sind nicht verfügbar. Und dann gibt es noch 3, die öffentlich verfügbar sind. Der Alternative Investmentfonds in Liechtenstein ist in Deutschland für professionelle Anleger ab 100.000 zugelassen. Der hat eben Gold und Silber. Da muss man sich aber für qualifizieren. Und die anderen beiden, der Max Otte Vermögensbildungsfonds und der PI Global Value, sind eben die Vehikel für die aktienlastigen Mischfonds, die wir anbieten. Und die sind relativ parallel. In Deutschland ist der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit einer deutschen WKN versehen, vielleicht etwas leichter zu zeichnen. Hat auch im letzten Jahr etwas besser performt, aber das muss nicht immer so sein. Generell laufen sie beide parallel. Das wären die Fonds für Privatanleger. Und der AIF, der Max Otte Multiple Opportunities, eben für Professionelle, die sich qualifizieren. Hier kann ich ja gleich mal einhaken. Also Rentablo bietet tatsächlich auch eine Möglichkeit, institutionelle Fonds zu zeichnen. Wir machen das für Kunden ab 1 Million Euro Depotvolumen, dass sie quasi ihre individuellen Strategien und dann eben auch Zugriff auf institutionelle Tranchen von Fonds haben. Also wer da Interesse hat, kann sich dann auch gerne direkt an uns wenden. Vielen Dank, Herr Otte. Dazu auch gleich eine Frage, die ich hier schon sehe. Was wird für 2021 denn von Ihnen erwartet, Astrid? Na, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir machen nur selten Makroprognosen. Meistens liege ich sogar ganz gut damit, weil ich nicht davon abhänge und weil ich nicht dafür bezahlt werde. Also 80% meiner Börsenprognosen sind bullish, 20% ungefähr crash oder bearish. Wir haben diese 2 Szenarien, vielleicht gehen wir nochmal dahin zurück, von crash oder melt-up. Die 2 Szenarien von crash oder melt-up. Und die schweben immer quasi über uns. Wir halten den melt-up für wahrscheinlicher, also vielleicht gibt es einen Rücksetzer. Und letztlich glauben wir aber, dass die Börsen weiter performen werden, weil immer mehr Menschen merken, dass Geldwerte eben nichts bringen und dass Geldwerte bedroht sind. Und das ist ein Problem. Also wir sind bullish, wir sind optimistisch, wir halten aber etwas Liquidität, falls dann doch Rücksetzer kommen. Das kann ja sein, jetzt haben wir einen Brexit, die Brexit-Diskussion wieder. Es kann sein, dass die Zahlen in den westlichen Wirtschaften schlechter ausfallen in 3 Monaten als gedacht, jetzt durch den weiteren Lockdown. Also es kann auch immer das Gegenteil passieren an der Börse und da wollen wir gewappnet sein, weil eben die Bewertung auch nicht mehr so spottbillig ist, wie sie im April diesen Jahres war oder wie sie im März 2009 war zum Beispiel. Dazu kommt eine passende Frage. Gewichten Sie Regionen wie zum Beispiel USA über und andere Regionen unter oder gehen Sie nur nach Unternehmen? Grundsätzlich ist die regionale Betrachtung nur ein
möchte ich sagen, eine zusätzliche Information. Zunächst einmal gehen wir eher nach Unternehmen und vielleicht nach Branchen. Also wir haben jetzt natürlich schon relativ viel neue Wirtschaft drin oder internetaffine Wirtschaft oder onlineaffine Wirtschaft. Und da sind wir sicherlich übergewichtet. Es gibt auch Branchen, die wir gar nicht machen, weil wir sagen, ist zu schwierig, interessiert uns nicht, verstehen wir nicht. Airlines machen wir im Moment nicht. Kann man vielleicht sogar nachvollziehen, aber es gibt auch andere Branchen, die man nicht macht. Ja. Also, es gibt auch Märkte, an die wir uns nicht rantrauen. Also was weiß ich, Vietnam oder irgendwelche Frontier Markets, das ist zu kompliziert. China haben wir ein bisschen was. Russland haben wir untergewichtet oder leicht gewichtet, weil es eben politische Risiken gibt. Aber wir haben Russland drin, weil es ein sehr günstiger Markt ist. Also wir schauen uns das schon zusätzlich an. Bei riskanten Märkten sagen wir halt, okay, hier ist eine Obergrenze. Bei Russland wäre das 5%. USA haben wir etwas untergewichtet. Der Markt ist halt schon relativ teuer. Aber grundsätzlich geht es eher nach Unternehmen und die Regionen- und Branchenbetrachtung, die kommt dann als Ergänzung dazu. Bezüglich die Unternehmen kriege ich hier schon die erste Frage rein. Wie ist Ihre Einschätzung zu Beiersdorf? Ich weiß nicht, ob Sie sich äußern wollen zu Einzelunternehmen hier. Aber gut, Beiersdorf haben wir im Moment nicht drin. Soweit ich weiß, sind Sie ein bisschen zurückgekommen. Ich müsste jetzt mal auf einen anderen Chart gehen. Ich mache das auch mal gerade, Sekunde. Beiersdorf hat sich eine Weile seitwärts bewegt. Also die sind natürlich auch, also Konsumgüterunternehmen, wenn die nicht sich ein Distributionsnetzwerk dazu kaufen oder in neue Märkte gehen, wie Nestle das ganz geschickt macht, kann da auch Gegenwind kommen. Beiersdorf ist ja auch nicht billig mit einem KGV von 34, also nicht viel billiger, wenn Sie es so sehen wie Google oder Amazon, wo ja kräftiges Wachstum ist. Also ich sehe das jetzt nicht als die große Chance, aber man kann es sicherlich machen. Also großen Vermögensverlust sehe ich auch nicht, aber wir würden es jetzt nicht als prioritäres Investment im Fonds sehen, weil die Chancen oder das Potenzial, da sehen wir Besseres. Aber ist ein diskutables Investment. Perfekt. Dann habe ich hier eine Frage zu Wertpapierleihen. Werden Wertpapierleihen geduldet oder sind in jeder Sekunde die Werte im Fonds real vorhanden? Und dann geht es noch weiter. Und was ist bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft und Depotbank? Ja, können Sie wahrscheinlich auch selber gut beantworten. Die Werte sind real erhalten. Sie haben nichts mit der Bank zu tun. Sie haben nichts mit der Fondsgesellschaft zu tun. Es sind Sondervermögen. Die Aktien sind drin. Es ist natürlich die Frage mit der Aktienleihe. Also wenn das Finanzsystem zusammenbricht und insgesamt mit der IT-Probleme auftreten, kann das auch eine Weile dauern. Aber grundsätzlich bleiben die Werte erhalten. Das sind Ihre Werte. Sie haben nichts mit den Werten der Bank oder der Depotbank oder der Fondsgesellschaft zu tun. Es ist Sondervermögen. Der Fondsanteil gehört Ihnen und damit gehören Ihnen anteilig die Aktien im Fonds. Und Sie verleihen die Aktien nicht, um Zusatzerträge zu erwirtschaften? Oder verleihen Sie vielleicht doch Aktien? Die Fondsgesellschaft kann das unter Umständen machen. Wir haben, also es wird selten passieren, aber das kann man nicht so ganz ausschließen. Jetzt kommt eine Frage, die kann ich direkt beantworten. Da geht es, ob die Fonds sparplanfähig sind. Das hängt immer von Ihrer Depotbank ab. Rentabo bietet Ihnen 8 verschiedene Depotbanken und in der Regel finden Sie da auch passend den Sparplanfonds. Das können Sie übrigens abfragen auf unserer Homepage. Da können Sie entsprechend den Cashback-Rechner nutzen und da wird Ihnen angezeigt, ob ein Fonds sparplanfähig ist. Das war eine Frage von einem Kunden, die gerade hier reinkam. So, gibt es noch Fragen? Da kommen auch Teilnehmer noch dazu, immer noch. Also ja, für die Teilnehmer, wir sind jetzt schon in der Fragerunde drin, die sich hier gerade noch eingewählt haben. Sie können also direkt Ihre Fragen noch im Chat stellen an den Herrn Otte. Herr Otte, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie uns direkt mit auf den Weg geben möchten oder was man aus Investorensicht beachten sollte? Ja, wir haben ja über das nächste Jahr gesprochen. Also grundsätzlich sehe ich mal die Ampel weiter auf grün, weil immer mehr Menschen merken, dass Geldwerte abgewertet werden müssen, entwertet, teilentwertet werden müssen. Man sieht schon hier und da, dass die Flucht in Sachwerte zunimmt. Die Aktienmärkte sind nicht wirklich im Blasenterritorium. Also von daher sind wir trotz des Lockdowns, trotz der Riesenprobleme, die wir in der Realwirtschaft bekommen werden,
recht optimistisch für die Aktienmärkte. Wo sehen Sie, das ist eine Frage von mir, das größte Risiko aktuell? Ja, wenn der reale Wirtschaftseinbruch noch größer ist, man weiß nicht, was passiert. Man weiß, also das größte Risiko kommt von seitens der Politik. Die ist im Moment sehr schwer vorauszusehen. Deswegen hoffen wir, dass die halbwegs vernünftig bleibt. Ja, super. Das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Wir sind jetzt hier 45 Minuten im Gespräch. Atos Software. Sind Sie bullish? Ja, wahrscheinlich, wenn die Aktie im Fonds ist. Ne? Atos Software. Eine Frage zu Ihrer Meinung. Ja, wir würden es im Moment nicht kaufen. Also wir haben die Aktie eben seit 10 Jahren und die ist eine nette Position im PI Global Value Fonds. Die wird wahrscheinlich irgendwann mal auch korrigieren, weil sie jetzt mit einem 60er KGV nicht billig ist. Wir würden dann vielleicht nachkaufen, aber wir verkaufen nicht, weil wir erstens, es ist markteng, kommen wir nicht so gut raus, nachher kommen wir nicht so gut rein. Das ist einfach so ein Investment, was man behält. Und selbst wenn es mal 20-30% korrigiert, dann würde man nachkaufen. Ich würde jetzt im Moment bei einem 60er KGV nicht unbedingt kaufen. Das ist schon deutlich teuer. Ich kenne den CEO seit vielen Jahren und Gründer, der hält noch über 50%. Und er ist weiter voll fokussiert auf sein Unternehmen, bringt das nach vorne, kriegt ständig Kaufangebote aus Silicon Valley, verkauft aber nicht. Sein Sohn ist auch sehr smart, arbeitet sich auch ein. Wir bleiben da einfach dabei. Wenn man einsteigen wollte, vielleicht auf einen Rücksetzer warten. So, dann die letzten Fragen. Wer noch Fragen hat, bitte jetzt direkt stellen. Sonst wünsche ich Ihnen von unserer Seite, ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Herr Otte, für die tollen Informationen zu den Fonds, zu den Einzelwerten und auch zu dem Ausblick, was den Markt anbelangt. Und auch vielen Dank, Herr König, für die Fortführung der Präsentation. Und bei Ihnen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt allen ein frohes Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg bei den Investitions- und Anlageentscheidungen im nächsten Jahr. Und besuchen uns wieder auf rentabo.de. Wir werden auch diese Serie fortsetzen und freuen uns ganz herzlich. Vielen Dank und auf Wiederhören.